wir sind jetzt schon gemeinsam ein paar Runden mit dem Cayman GT4 gefahren. Relativ kleines, leichtes Auto, Mittelmotor, Rennsportkomponenten und ein manuelles Schaltgetriebe. Wie nahe kommt der dem Ideal eines perfekten emotionalen Sportwagens für Sie? Ja, ich glaube, das ist fast das Maximum, was man machen kann. Ich stelle es immer wieder fest, selbst beim Fahren. Und inzwischen habe ich natürlich auch schon ein bisschen Informationen über normale sportliche Autofahrer, die sagen, in diesem Auto habe ich sehr schnell die Möglichkeit, mich als perfekter Autofahrer zu fühlen. Das Auto ist so gutmütig, ist so sicher ausgelegt, auch im Grenzbereich. Es kündigt sich ganz weich an und vermittelt einfach das Gefühl, jetzt bin ich der große Meister und das macht es wirklich perfekt. Und für welchen großen Meister oder für welchen Typ Autofahrer, denken Sie, ist der Cayman GT4 das Richtige? Das Richtige ist, wenn jemand sagt, ich will einen Porsche fahren, weil ich Fahrfreude erleben will. Ich bin kein Mensch, der einen Porsche kauft, um Image zu machen oder sonst was. Sondern ich will nur Spaß haben am Autofahren, das perfekt fährt. Und da ist der GT4 das Maximum, was man kaufen kann. Und wo liegt für Sie der wesentliche Unterschied zwischen dem Cayman GT4 und dem 911 GT3? Im Grenzbereich ist einfach der GT3 doch etwas schwieriger zu handeln. Ich habe hier noch eine ausgewogene Gewichtsverteilung, habe weniger Power, denn es gibt natürlich auch beim GT3 schon, wenn ich fast 500 PS habe, das gibt schon ein gewisses Respektgefühl. Da gibt es viele Leute, die darunter ein bisschen leiden, sagen, ah, der macht mir ein bisschen Angst. Bei dem Auto ist es genau richtig. Die Motorleistung passt spielend zu dem guten Fahrwerk und vermittelt das Gefühl, jetzt bin ich der große Meister. Super, würde ich sagen, fahren wir noch ein paar Runden, oder? Jawohl, ist gut.